Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 11. Wir haben jetzt zwischen den Aufnahmepausen mal ganz kurz überlegt, wie das eventuell weitergehen könnte. Wir haben auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Einfach, das ist dadurch entstanden, dass wir ein bisschen rumprobiert haben. Es würde sonst in den Folgen ein bisschen langweilig werden. Sind jetzt zu der Aufstellung gekommen, dass wir es geschafft haben, indem wir hier ein Portal gesetzt haben, dass dort hinten, Robert, guck mal runter. Warte. Dass die. Ups, das seht ihr dann auf meinem Bild. Dass das dort von gelb zu hellblau durchgeht. Und dann dort Da oben, spritzt was ab. da oben rausspritzt, genau. Genau. So, Robert. Dann können wir am besten mal so machen. Hab nicht schon während des gesehen, genau das. Und dann sind wir auf die Idee gekommen zwischen der Aufnahme, dass er dann einfach mal da durchgeht. Und somit haben wir das Problem gelöst, wie er da rauskommt, ohne dass er durch die Fläche durchgeht. Ja, dafür haben wir jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten gebraucht, um halt auf diese logische Konsequenz zu kommen. Genau. Und der letzte Sprung ist eigentlich relativ simpel. Es musst du versuchen, über diese Barriere rüber zu Geht das springen. endlich? Ich wollte einfach mal Nee. gucken. Nee, es geht nicht gut. Versuch Okay. mal, über die Barriere rüber zu springen. So, bin hier. Nicht durchgehen, nicht durchgehen. Mach ich nicht. Versuch mal, das Portal so zu setzen, dass du Warte mal, bin ich weiterhin denn doof? da hast. Ja, ich Genau. mach's gerade. Ich mach erstmal so. Du musst das Portal andersrum setzen. Nein, warte doch mal. Nein, ich mach das schon richtig. Sieht man. Ich bin noch nicht fertig. Guck Du mal, ich muss willst ja da auch nicht da. rüber. Nein! Dann kannst du, glaube ich, durchgehen. Warte mal, mach einfach mal, dass du so rüberspringen kannst, ohne dass du das Portal Ja, warte, begutachtest. ich muss erstmal kurz. So. Genau, so, geh mal rüber. Oh, Schwein gehabt. So. Genau das wollte ich jetzt nämlich erreichen, Kollege Tonschuh. Ja, aber dafür brauchst du nicht drüben machen. So. Doch, damit ich hier rüberspringen kann. Ja, aber dazu musstest du nicht drinnen besudeln. Egal. So, das geht jetzt da. Der trifft das Ding nicht. Warte. Bleib einfach mal da drinnen stehen. Beweg dich mal nicht. So, dann komme ich mal hier wieder raus. Hallo. Dann kann ich nämlich, welches Portal ist da gesetzt? Das ist das rote. Dann kann ich nämlich das gelbe setzen. Zack. Ha! Wuhu! Genius. Ja. Jetzt. Oh. Wir haben den Kubus. Müssen bloß noch fangen. Mehr, mehr. Dämlicher Würfel. So. Und weh dir, du gehst jetzt irgendwo durch eine Portalwand mit dem Ding. Wir haben Ersätze. Okay, er kommt doch so wieder raus. Fein. Genau, deswegen kein Problem. Ich guck mir erst mal, wie das da drüben aussieht. Komm her, komm her, Wir komm her. sind weiter! Wir haben es geschafft, eine Folge sinnlos labern. Und dann haben wir es geschafft. So weit, so gut. Wir haben den Kubus. Müssen den aber noch hier durchbringen. Gucken, was passiert. Hier muss ein Kubus rein. Da oben kann man anscheinend sauber machen, so wie es aussieht. Ich mache ihn erstmal kaputt, dann hole ich mir gleich so ein. Verdammt! Jetzt kommt nur noch Das. ein kaputt, so ein Flabber-Kubus runter durch. Scheint so. Das kriegen wir irgendwie hin. Wir müssen es jetzt erstmal schaffen. Ist ja auch egal. Der springt hier jetzt eh wild umher. Ist ja scheißegal. So. Was passiert, wenn ich hier raufgehe? Ich gucke mal. Ah! Ja, oder so. Guck mal, kommt mir schon entgegengeflogen. Nee. Ist das nicht freundlich? Ja, der wird da nicht verhaften. Ja, der wird nämlich, glaube ich. Genau. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Hey! Komm zurück! Ja, wie schaffen wir das jetzt? Wo soll der sauber gemacht werden? Soll ich hochgehen? Nee, passt nicht. Was passiert jetzt überhaupt? Die Fläche oben hier, die da. Die geht runter. Die geht runter, genau. Kannst du auf die Fläche raufgehen, genau. So, dann mache ich das so. Und Und? dann setzt du mal bitte, kann ich so jetzt? Da und hier unten Portal, damit du versuchst, da irgendwie rüber zu fliegen. Na klar.
Ey, Robert hat schon mal geschafft, hochzukommen. Ziel gekommen. Wir müssen den Würfel trotzdem sauber machen. Das heißt, wir müssen irgendwie darüber. Ah, du kriegst es ja ohne Würfel. Mal. Komm mal. Warte mal, ich will mal kurz was testen. Okay, das da drüben geht nicht aus. Das steht schon mal fest. Und wir brauchen den Würfel, damit das öffnet. Damit die Tür sich öffnet, oder? Genau, ich lasse den Würfel jetzt erstmal hier rumflabbern. Nein! Hier. Kannst du mich mal hochlassen? Wenn möglich. Oh. Nein. So. Du musst mir mal ein Portal schaffen. Du musst es mal machen, dass ich da hochkomme mit deinem Portal. Warum mit meinem? Ich geb dir nicht mein Portal. Ja, okay, gut. Oh. Hier lang, so. Warte mal, noch nicht. Noch nicht. So. Hast du? Ja. Dann schauen wir uns das mal an. So, ich bin schon mal drüben. Ja, das jetzt gemacht. Ach, da drüben. Ja, gut, das geht natürlich auch. So. Hier kann ich schon mal den Kubus sauber machen, so wie es aussieht. Die große Frage ist jetzt. Ah! Ja? Säubere ihn. Oh Gott. So, damit ist das aktiviert. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber wir brauchen den Würfel, um das Ding runterzuholen. Ja. Oder nein? Ah, ich habe eine Idee. Denkst du dasselbe, was ich denke? Okay, anscheinend Fisch, nicht. Fisch und Marshmallows? Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja. Ja, okay, gut. Okay, das war jetzt relativ blöd. Warum? Wir müssen den dann bloß noch da unten irgendwie rein. Guck mal, du kannst doch mit der Hilfe eines Portals da unten hin. Scheiße. Mein Plan war nämlich gewesen. Bitte. So. Der Plan war eigentlich nämlich, setz du mal dein Portal bitte dahin und da. So, genau. So. Zack. Dann kann ich ihn nämlich da setzen. Und wo ist er? Da. Ha! So, das heißt, wir setzen da ein Portal und springen rüber und wuhu, wir gleiten. Ja! Das Prototypgehäuse ist am Ende des Ganges. Denkt daran, ihr seid tötet. Sie hat das Licht ausgemacht. Okay, geheimnisvoll. Sie hat das Licht wieder angemacht. Macht sich deaktivieren, deaktivieren! Nein! Es geht ja. Ich dachte jetzt, das ist wirklich die letzte Testkammer. Es geht aber noch weiter. Schön! Das ist GLaDOS. Das ist einfach nur GLaDOS. Mehr sage ich dazu nicht. Ah, hier ist eine Portalfläche. Dann ist da noch von. Okay. Warte. Geht's jetzt hier weiter? Warte mal. Ach, hier runter einfach. So. Gut, ich glaube, ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber ich komme auch ans Ziel. So. Nein. Wohl. Da kann ich ein Portal setzen. Und. Rüber. Darüber müssen wir, genau. Warte mal, du kannst ja hier ein Portal setzen. Ne? Mach mal hier ein Portal. Oder da, wo schon. Wenn schon die Tür da ist, dann nutzen wir auch die Tür. So. Dann setzt du mal bitte dein Portal dahin, wo ich mein blaues, mein gelbes habe. Schon. Und schau, dass es passt, wenn möglich. Ja. Ich soll jetzt mal springen. Jetzt springen, genau.
Juhu! Geschafft. Sehr schön. Steigern wir die Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen wir sie doch nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Damit ist die Motivationsansprache beendet. Schnappt sie euch. Die Bieb holen wir uns. Cutscene. Vogel, lauft! Dafür habe ich keinen Plan. Abbrechen! Vergesst das Training! Lauft! Was macht ihr da? Warum lauft ihr nicht? Zurück! Sie hat jetzt die Kontrolle. Ihr seid keine Tötungsmaschinen. Das war gelogen. Lauft! Ah, oh Gott! Abbrechen! Mission abbrechen! Rückzug! 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 Ich habe euch gewarnt. Mission abbrechen! Rückzug! Oh nein, wir haben verloren. Es ist aus! Das war knapp. Gut gemacht. Tötungsmaschinen. Wir sind die Besten. Ihr beim Vertreiben des Vogels aus der Anlage habe ich eben eine wichtige... Oh mein Gott, sie brütet eine Klonarmee aus. Zerstört sie und tretet sie kaputt und... Ich weiß etwas Besseres. Herzlich willkommen in der ornithologischen Brutstation von Aperture Science. Oh. Hat euch im Stich gelassen, weil ihr wertlos seid. Wertlose und Vögel mit. Das ist GLaDOS. Ja. Ich bin wirklich beeindruckt, dass diese riesigen Schnäbel in so winzigen Eiern Platz hatten. Ja, ich spreche mit dir, du Großschnabel, du Matschbirne. Oh! Nein, ihr seid keine Matschbirnen. Oder? Seht sie euch an, diese kalten Vogelaugen, die Klauen. Die messerscharfen Schnäbel. Ihr seid ja richtige kleine Tötungsmaschinen. Ja. Schlaft jetzt, meine kleinen Killer. Morgen habt ihr einen anstrengenden Tag. Die armen Vögel. Total. Die müssen dann auch das durchmachen, was wir durchgemacht haben. Oh nein, in Säure fallen. War's das jetzt echt? Ich glaube, das war's. Mal gucken, was jetzt passiert. Dieser wunderschöne Ladebildschirm ist fantastisch. Wir laufen. Ja. Auf Bändern. Ja. Da alle Teststrecken abgeschlossen haben, wurde Ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken sowie zu drei unserer 176 Pausenräume. Wo sind die Pausenräume? Wo sind die Pausenräume? Diese Pausenräume haben wir noch nicht entdeckt. Gut, liebe Freunde, aus 9 mach 11 Folgen. Es hat dann im Endeffekt doch alles funktioniert, wie wir uns das erhofft haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die letzte Folge war nicht allzu sehr langweilig, dadurch, dass wir nicht wirklich vorwärts gekommen sind. Wenn ja, dann sagt es ruhig, seid ehrlich. Wenn nicht, lasst ruhig einen Daumen da, empfehlt uns weiter. Wir haben auch schon einige Single-Projekte geplant. Das heißt, wo immer nur einer von uns aufnehmen wird? Genau. Und eventuell wird ab und zu mal der andere mit dabei sein und auch mitreden, aber spielen wird in diesem Single-Projekt, in diesem Spiel wirklich immer nur einer. Und es wird auch immer nur eine Sicht geben. Ist halt Single-Player, da kann man halt mal schlecht machen. Hier übernimm mal Robert. Mhm. Oder übernimm mal Daniel. Genau. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat Portal 2 die Bonusstrecke gefallen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, hier seht ihr, hier sind noch einige Türen da. Schreibt es euch unten rein, sagt uns Bescheid, schickt uns eine private Nachricht über YouTube bzw. kommentiert es. Wir sind dafür stets offen und freuen uns, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten sage ich bis dahin. Wie kann man hier versagen? Es ist nicht genau, Robert, wie kann man da versagen? Hast du es nicht auch schon in der ersten Folge gemacht? Ja, das kann sein. Das ist dann der perfekte Abschluss. Damit runden wir Portal 2 ab und bevor Robert noch mehr Mist baut, sage ich jetzt Tschüss. Ciao.